ist. Ja, der Drops ist noch nicht gelutscht. Zweimal noch Frankreich und dann ganz am Ende Katharina Offel. Und jetzt Patrice. Patrice Delavaux, Lacrimoso, sehr schön schräg genommen. So, bei 16, gefühlt, da war Bosti schneller. Also, das müsste er hier in der zweiten Hälfte rausholen. Das kann man rausholen, weil Bosti nicht gerade die ideal-zweite Hälfte getroffen hat. So, das sieht schon etwas besser aus. Kommt er dann vielleicht hier in dieser zweiten Hälfte noch ran an das Ergebnis von... Ja, 40,13 Sekunden, so ist es. Patrice holt sich hier, ja, ganz besonders in der zweiten Hälfte die Führung. 40,13 Sekunden. Große Preis von Leipzig. Wieder ganz stark geprägt von den Franzosen. Die liegen damit auf Platz 1 und auf Platz 2. Patrice Delavaux auf 1, Roger Yves Bost auf dem zweiten und dann die starken Deutschen mit Lars Nieberg und Markus Reck.